zweites Soloalbum. Es ist kompromissloser geworden, es sind mehr Gitarren. Das Album heißt Alles vor dem Aber und natürlich geht die Zeile weiter, weil es immer 100.000 Leute gibt, die mit Ausreden kommen und Aber und Aber und Aber. Und ich kann den Text davor einfach nicht mehr hören. Aber alles vor dem Aber ist nicht wichtig. Alles vor dem Aber ist egal. Alles vor dem Aber, der Text und das Gelaber ist verbal nur schlechtes Füllmaterial. Ist verbal nur schlechtes Füllmaterial. Du, das geht bei Dingen los, wie ich bin kein Rassist, aber es geht auch viel weiter. Man möchte ja so viel, aber nicht Dinge vor sich herzuschieben, nicht das Leben vor sich herzuschieben. Man verbaut sich sein ganzes Glück im Leben mit diesem Aber. Aber alles vor dem Aber ist nicht wichtig, alles vor dem Aber ist egal. Alles vor dem Aber, der Text und das Gelaber ist für beide schlechtes Filmmaterial. Ist für beide schlechtes Filmmaterial. Schon diese Brüche, die ja auch das Leben hat, damit kommt man der Realität ja viel näher. Es unterscheidet vielleicht dann letztlich den Liedermacher vom Schlagersänger. Woran misst man Wunder? An der Kraft der Seltenheit. Woran misst man denn mitunter die Oberfläche einer Oberflächlichkeit? Woran misst man Wünsche und bleibt da nicht ein Rest? Woran misst man all die Sehnsucht, die uns nachts nicht schlafen lässt? Das Auge fürs Glück zu behalten. Was ist eigentlich Glück? Ist ein Glück, dass man als Mitteleuropäer geboren ist, als Weißer, und nicht übers Meer schwimmen muss? Woran misst man Güte? Im Ganzen oder nur als Stück? Am Gelingen, ob man sich bemühte? Und woran misst man Glück? Woran misst man Glück? Ich versuche immer wieder meinen Entstehungsprozess zu erweitern. Ich versuche mich selber zu überlisten und ich versuche mich auch selber zu überraschen. Ich bin ja mein erstes Publikum. Ich möchte mich überraschen, möchte nicht erwartbar bleiben. Ich denke schon seit Tagen stets das Gegenteil von dem, was ich jetzt denken würde. Und ich denke, weil ich nicht das denke, was ich zwar denke. Was ich an Konzerten mag. Ich mag an Konzerten das Unangenehme auch. Du stehst in der Schlange, du spürst Körperberührung, wie vielleicht der Vordermann schlecht riecht. Nein, du wirst geschubst. Sonst könnte ich das Ganze auch streamen. Das hat ja auch was mit Religion zu tun. Man erlebt gemeinsam eine Euphorie, nämlich Musik. Man wird anders berührt. Da ist ja mehr dieser Abstand zwischen den Herzen. Da ist ja Energie dazwischen. Neulich fand ich ein paar Bilder in einem alten Fotoband und ich gebe gerne zu, ich hätte mich beinahe nicht erkannt. Mensch. Man versucht uns natürlich seit der Aufklärung eine gewisse rationelle Logik anzuerziehen. Das beginnt insbesondere in der Schule, wie eben rationelles, logisches Denken funktioniert, mit Argumenten, mit Begründungen. Aber es gibt neben all dem gibt es natürlich auch noch eine Herzenslogik, ja? Und die kommt manchmal, finde ich, in unserer Gesellschaft zu kurz. Natürlich hat rationelle Logik hat auch Vorteile, so im Maschinenbau. Aber in der Musik geht es halt noch um wichtigere Dinge. Es gibt keine Hexen mit langen Nasen. Kein Rapunzel mit blondem Haar. Es gibt auch keinen Osterhasen. Das ist alles gar nicht wahr. Es gibt keine Poltergeist. Ich finde ja, Missverständnisse sind auch was Schönes, weil Missverständnisse öffnen Räume, öffnen Interpretationsräume. Missverständnisse können auch sehr poetisch sein. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wie ist das im Privatleben, wenn man sich dauernd missversteht? Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch Leute, die missverstehen sich ein ganzes Leben und leben ganz gut mit diesem Missverständnis. Wenn es dann das Missverständnis des Missverständnisses ist, wird es natürlich spannend. Nun, liebes Brautpaar und freudige Schar, wir kommen zusammen vor diesem Altar, damit man zwei Menschen im Ja-Wort vereint. Allerdings wär's besser, wenn einer verneint.
Überlegt euch doch einmal, bevor ihr euch traut, ob der heutige Tag nicht euer Leben versaut. Klar, es gibt Braten und danach noch Dessert, aber so einen Aufwand für das bisschen Verkehr. Macht ihr Musik oft zu Hause als Selbstgespräch? Also gerade wenn man komponiert, das ist ja ein Selbstgespräch oder ein Monolog. Und im Konzert mit dem Zuhörer wird das eigentlich zum Dialog, weil man spürt, wie das Publikum mitatmet, wie sie mitgehen. Und da werden auch die Lieder erst richtig selbstständig, weil durch diesen Dialog, man merkt manchmal, ah, da muss ich mehr abbremsen. Ah, da bremsen die mich ab. Man macht ja nicht einfach nur sein Ding. Wenn ich nur einfach mein Ding machen kann, dann brauche ich nicht auf Tournee gehen. Wird sich schnell. Mädchen, ich sag dir, so ein Mann, der macht Dreck. Bald putzt du täglich Rasierreste weg. Dann schaut er nur Fußball und trinkt zu viel Bier. Und während du wach liegst, schnarcht er neben dir. Noch spricht er in Sätzen und kann konjugieren. Das wird er in 1 bis 2 Jahren verlieren. Dann sinkt auch sein sprachliches Satzbauniveau auf Sätze wie hm oder hä oder jo. Ich finde es irrsinnig schön, dass ich noch immer auf seinem Label bin. Das ist jetzt meine zweite Platte, die ich auf Konstantin Weckers Label machen darf. Und also Solo-Platte, ich habe ja noch ein anderes Projekt, Wortfront. Ich kann von ihm auch Kritik total gut annehmen, weil er die immer sehr liebevoll verpackt. Aber er ist schon auch musikalisch einfach unglaublich gut. Und da wäre ich ja doof, nicht diese Chance von ihm Kritik annehmen zu können, wenn ich die nicht nützen würde. Wenn ich mitsinge, solltest du beim verbalen Füllmaterial nicht in die Terz gehen, nach oben. Weil das singe ja ich. Alles vor dem Aber ist nicht wichtig. Alles vor dem Aber ist egal. Alles vor dem Aber, der Text und das Gelaber ist verbal nur schlechtes Füllmaterial. Die Bequemlichkeit ist ja unser größter Feind. Es ist nicht so, dass man die Ziele nicht erreichen kann. Genügsam, dass man bequem wird. Ein Garten ist doch schön so. Und dann verliert man eigentlich die Energie. Und die zu behalten und zu pflegen, das ist natürlich ganz wichtig. Frau Müller sagt gelassen, sie sei wirklich kein Rassist, aber... Sie war selber schon mal Fremde in Tunesien als Tourist, aber... Sie hat nichts gegen Schwarze, schon gar nicht konkret. Sie kennt selber sogar einen, der auch Deutsch versteht, aber... Aber alles vor dem Aber ist nicht wichtig. Alles vor dem Aber ist egal. Alles vor dem Aber, der Text und das Gelaber ist verbal nur schlechtes Füllmaterial. Ist verbal nur schlechtes Füllmaterial. Und das Leben wär ebenso schön und nicht schwer. Mit